Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fable Anniversary. Das letzte Mal haben wir auf diesem Friedhof hier die Rüstungsteile für Nostro gesucht und ihm gegeben. Und dann hat er uns die Kombination oder den Code, wie auch immer, für die Tür gesagt. Und da können wir jetzt durch. Und das machen wir direkt mal, ne? Ja, wieder eine schön lange Lagezeit. Ist jetzt wieder eine Hauptquest, haben wir ja lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Ja, müsste so sein. So, da greifen schon die ersten Untoten an. Und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber hier, es gibt noch andere gute Stellen, aber dieses Gebiet hier, da kann man so gut farmen. Halt vor allem, ja, ihr seht ja, hier spawnen ständig neue Gegner, die man einfach niederklöppeln kann. Und da kriegt man halt einen unendlich hohen Kampfmultiplikator. So kann man halt die Fertigkeitszeitaltertränke. Oder nee, das wäre nur Fertigkeit. Die Zeitaltertränke einfach gut schlürfen. Wie viel habe ich denn davon? Mal gucken. Hier. Hier. Zwei. Oh, ach, ja doch, zwei. Ich dachte gerade 66. Nicht schlecht. Ich habe nur zwei. Aber könnt ihr trotzdem hier trinken, weil locker kommt man hier auf 100 oder höher, wenn man will. Mal gucken, wir können ja uns langsam währenddessen fortbewegen, was wir gerade nicht tun. Das lohnt sich halt einfach irgendwie die ganze Zeit stehen zu bleiben und alle wegzuhauen. Ich bin legendär, Erfolg, geil. Was? Ich habe was erreicht? Ich habe den Gildenmeister nicht gehört. Ah, ich schalte den Kampf mit dem Kato gemeistert zu haben. Das hat er gesagt. Gehen wir mal weiter. Und hauen immer mal wieder welche um. Damit er nicht absackt. Der Multiplicator. Ich probiere mal auf 100 zu kommen. Dann trinke ich die beiden. Weil dann habe ich 200 von denen. Das müsste dann genügen. Hoffe ich doch. Oder naja, vielleicht noch höher, weil ich bin jetzt schon bei 40. Das geht doch fix. Na gut, ich bin auch schon auf dem Heimwege. Ich glaube, ich darf auch nicht bis zum Ende gehen und den Boss da besiegen, weil dann ist zu Ende mit der Prügelage. Da ist, glaube ich, noch ein Dingenstrank, eine Fiole drin, genau. Habe ich recht? Ich habe recht. Mensch. Es hat sich gelohnt, Fable so oft zu spielen. Jetzt weiß ich immer, wo Sachen sind. Ich wollte schon sagen, wo bleibt er denn? Leute, wo bleibt er? Ich will euch umkloppen. Trinken muss man natürlich auch. Und normale Erfahrung kriegt man natürlich auch gut. Und Stärke. Aber Stärke haben wir schon fast gemeistert, oder? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Gehen wir mal hier hoch. Zur Not könnte ich auch kurz cutten. Und dann halt auf 100 mich hochprügeln. Da ist nämlich schon das Ende. Das mache ich mal kurz, glaube ich. Ja, das mache ich. Bis gleich, Leute. Ja, hat jetzt nicht gut geklappt. Denn ich bin genau hier hingelaufen, dann sind keine neuen mehr gespawnt. So wie ich es gesagt habe. Ich habe es prophezeit. Da öffnet sich die Tür. Oder auch nicht. Nur halb. Muss, glaube ich, noch den hier umkloppen, oder? Ja. Und die Truhe öffnen. Zack. Silberverstärkung. Nett. Na gut, dann machen wir das später nochmal. Mit dem Kampfmultiplikator. Hallo? Hallo? Kreis der Toten. Oh, wo ist da reingehen? Hierher. Oh, eine Truhe. Geil. Öffnen. Eine Durchdringungsverstärkung. Geil. Na gut, gehen wir erstmal rein ins Licht. Oh nein!
Untote greifen an. Aber die sind unsichtbar teilweise, sodass wir immer nur die angreifen können, die sichtbar sind. Also halb durchlässig. Nicht unsichtbar. Aber das ist auch nicht wirklich eine Herausforderung. Jetzt kommen mittelgroße Gegner. Hallo. Hi. Nett, euch kennenzulernen. Zack. Dieser Schrei. Da fällt er wieder hin. Da ist er sichtbar. Zack. Und jetzt kommt nochmal ein großer. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Mir war so. Da öffnet sich das Tor. Dö-dö-dö. Eine schöne Trophäe haben wir da. Untotenhand. Oh. Nicht schlecht. 59.000 Erfahrung. Keine Großtaten. Okay. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Dö-dö-dö. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Was? Ich kann in der Gilde nach weiteren Quests suchen? Was? War mir ziemlich sicher, dass wir direkt hier nach... Ich guck gerade auch nur, ob jemand hier noch buddeln kann. Ich war mir ziemlich sicher, dass man eigentlich keine Quests mehr hier bekommt. Jetzt bin ich mal irgendwie interessiert. Deswegen werde ich jetzt auch gehen, weil ich weiß, dass hier so ein kleiner zeitlicher Cut kommt. Ich will ja nicht zu viel verraten, wenn wir die Mission machen, die jetzt kommt. Deswegen werde ich mich zur Gilde porten nochmal. Ich hoffe, ich kann mich hier zurückporten. Mal zur Not auch noch zum Friedhof. Der war ja nicht so weit weg, nee. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Nebenquest. Weil es könnte nämlich sein, dass wenn ich die jetzt nicht mache, dass die dann nicht mehr zur Verfügung steht. Nach der Hauptquest. Guten Tag. Was sagst du? Such den Weg ins Bargate-Gefängnis. Okay. Schatzsuche. Nee. Die haben wir auch sonst. Aber dann können wir uns nochmal leveln. Leveln. Körperbau. Würde ich sagen, warten wir, bis wir Stärke komplett haben, weil danach sind wir nämlich komplett gemaxt. Gemaxt. Hier sind wir auch schon fast durch, ey. Schlimm. Schlimm ist das. Da würde ich sagen, hauen wir noch ein paar Zauber rein. Damit man irgendwas hat, was man noch, ja, ausgeben kann. Höllische Wut. Gewulscht, rutscht. Haben wir Berserker schon auf Max? Ja, haben wir. Wie wäre es denn, wenn wir Mehrfachpfeil ausprobieren? Das ist eigentlich ganz cool. Kommen direkt auf Stufe 4. Zauberkraft können wir eigentlich auch machen. Jetzt haben wir nicht auf Stufe 4, sondern auf Max direkt. Gewalt rückt noch. Wir können uns das sehr leisten. Und nochmal hier vielleicht was. Obwohl, wir haben da diese zwei Tränke. Die, wenn wir 100 haben, dann kriegen wir 200.000. Dann sollten wir uns das eigentlich auch so leisten können. So ziemlich. Ja, müsste hinkommen. Deswegen lassen wir das mal. Nicht, Gildenmeister. Wir gehen dann zurück. Ja, sehr gut. Ein geheimnisvolles Steinrund, angeordnet in einer Art... Wie, nein, nicht hochscrollen. Nein. Wie sie in den letzten Jahrhunderten nirgendwo mehr angewendet wurde. Oh, gruselig. Gruselig, gruselig. Da können wir jetzt auch die Grabsteine sehen. Hallo, da sind wir wieder. Gehen wir hier rein. Eigentlich könnten wir hier nicht durch. Da würde unser Schaft des Hammers hängen bleiben. So, hallo Tür. Benutzen wir dich. So, Quest beginnen. Rettet Scharlachrobbe. Sucht eure Mutter und flieht aus dem Bargeldgefängnis. Keine Großkarten, ja. Gibt auch keine Erfahrung.
und Geld. Ein schöner Brunnen. Warum auch immer der hier ist. Vielleicht für die Gefangenen. Dürfen sie einmal im Jahr drin baden. Oder so. Ganz bestimmt. So, gehen wir weiter. Also das hätte man wirklich zusammenfassen können. Die Gebiete. Aber es lädt immerhin schnell. Immerhin das. Und hier kommen wieder Untote. Zack. Wow. Einer. Und noch einer. Und hier sind Ratten. Oh nein. Die sind in der Falle. Der Kochtopf. Hübsch. So, was ist hier hinten? Ein Gegner, der direkt vor mir spawnt. Und noch einer. Komm, mach einen kaputt. Dann halt nicht. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie machen wir das? So. Oh, hi. Können ja mal gleich einen Mehrfachpfeil zeigen. Mehrfach. Auch irgendwie. Achso, da müsste ich erstmal den Zauber wirken. Da. Und bitte auf den Stärkeren und dann. Zack. Wow. Haben wir jetzt viel gesehen. Kommen auf jeden Fall irgendwie so 5 Pfeile auf einmal. Ist schon ziemlich heftig. Oh, ich habe sogar noch 3. Und da ist eine Fee. Nein. So mache ich's. Zack. Da ist sie direkt tot, weil es zu stark ist, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich weiß schon, dass ich krass bin. In allen Belangen. Trink mal wat. Hier sind die Gänge eingestürzt. Da können wir nicht mehr durch, aber ist ein Weg hier. Und hier liegt noch was. Ein Stück Fleisch. Hm, lecker, von Untoten. Das esse ich gerne. Erstmal daneben schlagen. Da sind Explosionsfässer. Ha! Die Druckwelle macht's. Oh, bist du hingefallen, Kumpel? Es tut mir leid. Aua. Komm, den will ich umhauen. Weil der ein Fetter ist. Komm, steh auf. Zack. Oh, wow. Eigentlich ist es doof, weil wir kriegen die ganze Zeit 2 gute Taten dafür. Bestimmt. Ah, da haben wir noch rote Augen. Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt keine roten Augen mehr. Ja, aber doch, doch. So, genau hier war der Ort. Denn hier konnte man die ganze Zeit stehen und Untote kommen an. Ist es jetzt auch so oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut, ne? Oder doch? Oder nur oder doch nicht? So, hier ist ein Kreis. Hm, da kann man bestimmt buddeln. Die Berge hinter uns sehen sehr schön aus. Wow, ein Siebeschlüssel. 24 haben wir. Schon fast alle. Und noch eine Blitzverstärkung. Mann, die Berge sehen ja echt schön aus. Aua, das tut weh, Mann. Ja, es tut weh. Brauchst gar nicht so rumheulen. So, da unten gibt es auch noch was zu graben oder eine Kiste. Genau, eine Kiste gibt es da. Bestimmt noch was zu graben oder zu angeln. So, was ist drin? Oh, mein, hier gibt es ja nur Verstärkung. Übertrieben. Na gut, wenn die jetzt hier spawnen, dann würde ich sagen, mache ich das hier, oder? Mit dem Trick. Beim Trick, das ist voll das Geheimnis, dass man das machen kann. Gegner töten. Oh, hallo. Nett, dich zu sehen. Ja. Ja. Ja, wäre ganz nett, wenn du dich mal... Hallo? Willst du dann auch mal
Was machen? Hallo? Mir geht's sehr gut? Ich glaube nicht. Ja, ja klar, genau, wenn ich ziele, macht es nicht. Was ist es denn für eine Olle? Also, wenn ich auf ihn ziele. Na komm, danke. Wow, ey. Geh aus dem Weg hier. Aus dem Weg, sage ich. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Oh, Mensch. Brauchen wir. Na komm, jetzt muss ich schlagen. Danke. Danke. Ja, zu Bullen gab es hier nichts mehr, okay. Ich dachte eigentlich schon. Na gut. Na gut. Gehen wir mal weiter. Und? Oh, da ist noch eine Kiste. Gibt's hier was zu buddeln? Nö. Bestimmt eine Verstärkung. Ah, gut, oder eine Wiederbelebungsvideo. Oder die geht auch immer. Nein, wir haben schon wieder eine Falle. Oder wir sind in einer. Zack und zack. Trank trinken. Oh, da sind Wachen. Hallo, die Bargeldwachen. Dafür wurde ich ausgebildet. Ja. Du wurdest ausgebildet, um eindringende Helden aufzuhalten. Nicht um Gefangene aufzuhalten, die raus wollen. Nein, um Helden aufzuhalten, die rein wollen. Eigentlich bräuchte ich auch gar nicht killen alle. Doch, doch, das tue ich. Guck mal. Wartet, es ist der elende Held. So, ist hier hinten was? Oh, hallo. Was macht ihr denn hier? Tauscht ihr Tränke aus? Anscheinend schon. So, mal kurz die Kiste aufmachen, währenddem er sich aufrappelt. Mhm. Gesundheitstrank, Gesundheitstrank. Zack, zack und zack. So. Trank trinken. Trank trinken. Quasi. Lustig. Das ist Englisch. Hallo. Es ist der elende Held. Ach komm, ich bringe ihn einfach alle um. Es gibt Erfahrung. Wäre schön, wenn es böse Taten geben würde. Weil wir bringen eigentlich nur Leute um, die ihren Job machen. Ich kann eine manche Fässer zerstören. Aua. Hey, der schießt auf mich. Hi. Daneben. Ich habe es geahnt, dass du schießt. Wie seid ihr hier runtergekommen? Mit Wissenschaft. Oh, ein Obsidian-Katana. Oder Obsidian. Mhm. So, ist hier hinten noch was? Ein paar Särge und eine Kiste. Schöne Sicht. Oh, ja, die brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Die dunkle Lederbrust. Wie sieht es denn eigentlich aus? Das möchte ich mal ausprobieren. Weil ich kenne die eigentlich nur, wenn man so ein kleiner Bub ist. Wie es aussieht, wenn man Lederrüstung anhat. Hä? Hey. Warum haben wir das nicht mehr? Dörflergewand. Wie sieht es denn aus, wenn man als Dörfler gekleidet ist? So ein übel muskulöser Dörfler. Wer kennt es nicht? Und die Kapuze mal kurz ab. Kein Hut. Hübsch.
Sehr hübsch. Ein wenig übertrieben, aber hübsch. Gut, ziehen wir uns wieder um. Werfe hier auf. Attentäter, wow. Dunkle Plattenpanzerung. Und den Hühnerhut. Genau den. Oder den Zuhälterhut. Der war auch cool. Ah, ich nehme mal wieder die Kapuze. Ich finde, die passt einfach dazu. Ja, gehen wir weiter. Oder gibt es hier noch was? Hier gibt es noch ein paar Fässer. Oh, mit einer Stärke-Dingens-Zeitalter-Trank. Bargate Prison. Wow. Lololololo. Ist wohl nix. Gehen wir wieder. Ehrlich. Fasst mich nochmal an, dann drehe ich euch den Hals um. Hä? Ist ja doch was. Ich kenne dich doch. Nein, das ist ein Trick. Ihr seid nicht mein Natürlich. Sohn. Der Bastard gaukelt mir was vor. Aber du bist es. Du bist es wirklich. Ich sehe genauso aus wie der. Wusstest du nicht, dass er uns bald 12-jährige Junge da am Anfang? Lass gut sein. Wir müssen hier verschwinden. Öffne diesen verdammten Käfig. Warte, mach ich. Ich sehe genau aus wie der 12-jährige Junge am Anfang des Spiels. Man hat mich sofort erkannt. So, meine Mutter folgt mir. Was liegt denn da? Oder hier? Was machst du denn da? Oder was machen die denn mit dir? Es ist nicht mehr weit. Komm, wir gehen ins Gefängnis. Oh. Der Direktor hat diese Tür abgeschlossen. Okay. Der Direktor wollte, dass ich... Oder wollte wohl verhindern, dass ich da weiter reinkomme. Naja, ich erkenne seine Tricks. Nein, du schnappst mich nicht. Ach komm, ich renne jetzt mal durch. Ich sehe, du bist gut ausgebildet worden. Ja. Das bin ich, Mutter. Das bin ich. Schnell. Oh nein. Jack. Hey, es ist unmöglich, fortzugehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Bastard. Euer Ableger ist ein richtiger Held, liebstes Scharlachröbchen. Wusstet ihr, dass man ihn zum Arena-Champion gekürt hat? Ihr wärt bestimmt stolz auf ihn gewesen. Muss wohl in der Familie liegen. Das und in einer meiner kuscheligen kleinen Zellen eingesperrt zu sein. Widerliche Missgeburt. Lass ihn gehen. Er weiß doch überhaupt nichts. Ihr werdet bald bemerken, dass er eine ganze Menge weiß. Seht ihr, das Arena-Siegel, das ich ihm gab, hat mir jede seiner Bewegungen gezeigt. Es war höchst unterhaltsam. Er hat Gräber geöffnet, alte Trottel gerettet, sich mit seiner verrückten Schwester getroffen. Theresa! Ja, eure süße kleine Tochter ist wohl auch noch am Leben. Sie hat ihm alles über das Schwert erzählt. Und über eure verfluchte Familie. Und jetzt, meine Süße, werdet ihr mir verraten, wo der Schlüssel ist. Oh nein. Ja, das ist wohl doof gelaufen, ne, die Flucht. Euch schön gemütlich hier. Wir kommen euch und das andere Pack später holen. Jo, der Pest ist mal hin. Penner. Es wird dir gefallen, was Tipps? Geh zum Teufel, Schwein. Ruhig, Tipps, ruhig. Ruhig. Du solltest deine Energie für später sparen. Du wirst sie brauchen. Oh. Und keine Tricks mit dieser komischen Willenskraft. Die funktioniert hier nicht. Nein. Dafür hat der Boss gesorgt. Oh shit. Sie haben uns. Hey, ihr da. In der Zelle nebenan. Ihr müsst der sein, den sie dauernd mit glühenden Zangen gezwickt haben. Ich konnte euer Kreischen bis hier unten hören, Kumpel. Ihr müsst euch nicht schämen. Die wissen, wie man quält. Wartet mal. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid dieser Gladiator, stimmt's? Ja. Ihr habt in der Arena gesiegt
und Hopfutter aus der netten kleinen Wisper gemacht. Oh, euresgleichen sehen wir nicht oft hier. Was habt ihr gemacht? Eine Bürgermeisterin getötet? Schweine abgestochen? Der Direktor kann sein Glück sicher nicht fassen. Er hat heute Geburtstag, wisst ihr? Das heimtückische Aas. Jedes Jahr holt er uns aus den Zellen, zeigt uns die Sonne, damit wir sehen, was uns fehlt, und wirft uns dann wieder hier rein. Und das macht er nicht aus lauter Herzensgüte. Die lassen uns um den Innenhof rennen und wetten, wer gewinnt. Der Sieger darf dann ins Büro des Direktors und... Was sich da abspielt, ist so grausam, dass man schweigen muss. Aber wenigstens kann man sich gut bei ihm umsehen. Und es sind nicht nur Bücher und Möbel da drinnen. Okay. Danke für den Tipp. Er kriegt direkt Angst vor uns. Mhm. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Dass wir in der Zelle sind. Komm, wir joggen wenigstens ein bisschen, um sportlich zu halten. Los jetzt, abschauen. Es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Klingt gut? Ja, klingt gut. Pisser. Lass mich hören. Jo, jetzt sind wir erstmal eingesperrt. Also ihr Jammerlappen, ich will ein fieses Rennen sehen. Viel Schubsen und Anrempeln, klar? Okay. Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Didi. Schnell. Schneller, schneller. Ich muss gewinnen. Hey, ich bin kein Wolverine-Fuchs. Ich habe Gefühle. Das nennst du laufen. Ich bin wohl schneller als du. Also sag mal nix, ja? Das nennst du laufen? Schnecke. Schnecke. Nein, ich bleib hängen. Ich muss doch schnell sein. Das nennst du laufen? Sag mal, bring doch mal andere Sprüche. Erstmal ein paar Fässer zerstören. Ohne Mohrrübe. Ha. Damit werde ich euch noch umbringen. Ein nach dem anderen. Wie wär's denn jetzt eigentlich, wenn wir einfach hier runterjumpen? Hallo. Bravo. Wir haben einen Sieger. Oh yeah. Wachen. Bringt ihn in mein Büro. Okay. Der Vortrag beginnt sogleich. Denkt daran, ich brauche absolute Stille. Ja, der Dude ist ein kleiner Poet und deswegen liest er was vor. Vom Galgenvogel. Sehet den Sperling, so edel und gut. Tätowierung. Wie er fliegt vorbei. Können wir hier lang schleichen? Knast. Keinen gibt es, der ein Leid ihm tut. Ich häng fest. Versucht es einer, hätt er ihn verpasst. Die Geheimzeit des Jahres, aha. Damit können wir das Buch aufmachen. Aus seinem Schnabel tönt seine Geschichte. Im Käfig einst der Freiheit beraubt. Der Dude darf uns natürlich nicht bemerken. Und in der Mitte. Oh, shit. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbanause seid. Mein lyrisches Opus übersteigt euren Horizont. Ja, ja. Zurück in die Zelle mit euch. Bitte nicht. Ja, dann müssen wir wohl noch ein Jahr hier abhängen. Oh, shit. Willkommen in eurem derzeitigen Heim, der Folterkammer. Wir werden viel Spaß mit euch haben. Ja, das wird Spaß machen. Sehr nett. Ja, scheiße, ne? Die Dunkelheit der Zelle zehrte am Geist des Helden. Auch seine Lebenskraft wurde aufgezehrt. Noch ein Jahr in dem Gefängnis. Noch ein Jahr der Folter. Das edle Blut uralten Adels in seinen Adern, die Kraft der Gilde, nichts zählte in diesen Mauern. Während dieser ganzen Zeit zog Messer Jack frei durch Albion. Der Held würde nicht gebrochen werden, er würde frei sein. Genau.
Wir werden Messer Jack besiegen. Wir werden hier freikommen. Aber weiter geht's im nächsten Part. Heute ist ein großer Tag. Ihr werdet es bald merken. Okay. Schaffen wir ihn in die Arrestzellen mit den anderen. Okay, dann schmeiß mich dahin. Tja, es geht wieder mal los. Bleibt da drin, wir holen euch gleich. Okay, bis gleich. Ja, gut, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.